fing jetzt auf der Sale 2015 in Bremerhaven. Findet so alle paar Jahre statt. Hier im Vordergrund ist die Säule der Herren, die liegt aber immer hier. Und bin mit dem Fahrrad von Peter Kieser hier hingefahren. Es macht einfach keinen Sinn, mit dem Auto hier hinzufahren. Muss man eh weit außerhalb parken. Ja, es geht da mal drüber. Also im Prinzip ist das ein großes Ereignis, weil die ganzen Radsegler, die Bekannten aus der Welt, sich hier in Stelldich eingeben. Und Bremerhaven, vom Grundsatz her, ist ja auch der Heimathafen vieler Radsegler, die heute noch existieren weltweit. Weil früher sind hier sehr, sehr viele von diesen Großseglern gebaut worden. Die laufen heute teilweise unter russischer, ukrainischer oder chilenischer Flagge. Und sind trotzdem hier gebaut worden und freuen sich natürlich auch gelegentlich mal, wenn sie gutes Geld bekommen, auch hier hinzukommen. Und da ist auch direkt das Thema, um das alles bezahlen zu können, muss natürlich jede Menge Pommesbuden hier rundherum haben, um alles zu finanzieren. Mal gucken, wie viel maritimes Flair es außer den Seglern hier gibt. Das ist eigentlich für mich jetzt hier die entscheidende Schlüsselfrage. Schon imposante Schiffe. Rundherum das maritime Flair ist wie gehabt nicht da, ist also eine Ansammlung von Kirmesbuden. Aber so wollen die Leute da wahrscheinlich. Das finde ich schon sehr schön. Ja, da die Alexander von Humboldt aus Bremerhaven und hier vorne so ein Fruchtschuppen in den passenden Farben dazu. Sieht gut aus. Ich finde schon, die Großsegler sind zwar jedes Mal die gleichen, aber das ist schon gewaltig. Und wie sich Bremerhaven hier im maritimen Bereich gemausert hat, muss ich schon sagen, über die Jahre, das ist, hat auch was. Ja. Aber nur hier, denn der Rest der Stadt ist einfach nur fürchterlich.